Ist Ihnen das auch schon passiert, dass Sie jemanden wo sehen in der U-Bahn, lesen er oder Sie und das Buch? Kaum. Und ich habe immer eine große, ich bin immer in Verlegenheit, wenn ich meine Bücher in Hände meiner Leser sehe. Warum? Ja, das Wie ist nicht das Warum. Es ist einfach so, wenn mein erstes Buch veröffentlicht wurde, das war ein Band mit Erzählungen und ich habe diese Karriere nie geplant, also das war für mich auch wirklich etwas sehr Merkwürdiges, dann habe ich es nicht gemacht. Sie waren erst 50, wie es begonnen hat. Ja, ich glaube 46. Ja. Aber ich habe nicht einmal in eine Buchhandlung gehen dürfen und auch nicht gewollt, um das anzusehen, um das Buch in der Buchhandlung anzusehen. Ihr eigenes Buch, nie angeschaut. Und bis jetzt glaube ich, dass ich es vermeide. Sie schauen nicht, ob es gut liegt vorne und so. Nein, ich finde das irgendwo doch ein bisschen peinlich. Stimmt es wirklich, dass Sie ständig umziehen? So oft umziehen? Ich ziehe oft um, ja. Wovon sind Sie denn am fröhlichsten, dass Sie es zurücklassen dürfen? Was meinen Sie? Hinter sich lassen dürfen. Was Nein, ist das ist es eher, dass ich nicht an hinter mich lassen denke. Ich denke an etwas Neues, etwas anderes, freue mich. Schleppen Sie alles von der alten in die neue Wohnung mit? Das Lustige ist, dass ich in all meine Häuser dieselbe Farbe wähle. Also dann lasse ich es in denselben Farben machen wie in das andere Haus. Also ich fühle mich immer sehr zu Hause, denn Farben sind wichtig. Also eine blaue Treppe und ja, so. Sie sind offiziell dann gar nicht umgezogen, oder? So ist es. Ich sehe es ein bisschen so wie Leben in einem Wohnwagen. Man setzt das Ding jedes Mal irgendwo anders. Ja. Sie sind in Harburg, bei Hamburg, groß geworden. Ich glaube, man tritt Harburg nicht zu nahe, wenn man sagt, es ist keine große Stadt. Nein, aber es ist ja offiziell ein Stadtteil von Hamburg. Also wenn Sie an die große Welt gedacht haben, Herr Strunk, haben Sie eher an eine Stadt gedacht, an ein Gefühl, an ein Bild, an einen konkreten Menschen? Oder was war denn das außerhalb von Harburg, wenn Sie weg wollten? Haben Sie nie irgendwohin fantasiert? Nee, habe ich nicht. Ich habe zwischen 20 und 30 habe ich enorme psychische Störungen unter starken Störungen gelitten. Und da war es für mich gar nicht denkbar, überhaupt. Also es war wirklich ein Leben von Tag zu Tag. Also ein im physischen Sinne fast Überleben. Und da waren solche Sachen wie, ich möchte mal ein Jahr nach Amerika oder irgendwie möchte mal das und das von der Welt sehen, das war gar nicht drin, weil ich so grund- und tiefen verängstigt war, dass auch jede Neugier, also es war so, ich war froh in meiner Kleinen, das ist, hört man ja so oft von Patienten mit Angststörungen, wenn die sich in ihrer ganz kleinen Mini-Welt da so einigermaßen zurechtfinden. Und da war irgendwie, alles andere war nicht dran zu denken. Und Sie können das bestätigen, dass man sich da in dieser Welt, in dieser kleinen Welt versucht festzuhalten? Ja, das ist, mir blieb ja auch gar nicht anders übrig, aber es gibt ja auch den schönen Satz, die ganze Welt bereist und nichts gesehen. Und die ganze Welt bereist und nichts gesehen. Oh, ja. Oder alles fotografieren, auch nichts gesehen. Also so irgendwie. Oder immer zu Hause geblieben und alles gesehen. Genau, es gibt ja, ich meine, das ist ja fast jetzt ein Klischee, aber mit Kant, der Königsberg angeblich nie verlassen hat und ja trotzdem wirklich ein geniales Werk da hingelegt hat. Also ich glaube, es ist nicht zwingend notwendig, die Welt zu sehen, um auch ein reiches Innenleben oder literarisches Leben oder so zu haben. Sehr wahr, ja. Das Umziehen von mich hat auch nichts damit zu tun. Nee, das habe ich auch nicht genau so verstanden. Genauso immer derselbe Tisch, selbe Möbel, so. Ja. Ich frage nicht, warum. Drei Stichworte, woran man die große Liebe erkennt. Oh, man denkt dann, dass ich Spezialistin der Liebe sei. Das habe ich damit nicht gesagt. Das wäre eine kleine Herausforderung. Aber dann kann ich das auch. Stichworte, große Liebe. Nein, die könnte ich wirklich nicht sagen. Eines. Große Liebe ist Treue. Treue, ja. Ja. Große Liebe ist monogam. Zwei schon. Eins noch? Große Liebe ist Obsession. Aber ruhige Obsession kann das auch sein. Okay. Denn es ist Treue, es ist Dauern. Es dauert. Gut, ich habe es versucht. Ist jetzt unfair, wenn ich Sie frage, woran man erkennt, dass es doch nicht die große Liebe war oder doch die große Liebe? Was ist jetzt? Was ist Ihnen lieber? Welche Frage? Ach, ich tue mich mit dem Thema seit einiger Zeit irgendwie eher schwer und habe da auch so was ich nicht sonderlich sympathisch finde, aber eher so tatsächlich immer so düstere Hulbecksche Ideen dazu, wobei ich das also auch ganz schrecklich finde, so eine
sondern sich, ja, also der Hulbeck'sche Kosmos ist schrecklich, aber in großen Teilen, glaube ich, wahr. Leider. Sie sind wieder 20 Jahre alt und sehen sich als 20-Jährige heute hier sitzen. Wen sehen Sie? Ja, ich sehe mich selber, denke ich, wenn ich auf mich schaue. Ja, und was sehen Sie da? Ich werde unglaublich verwundert sein, natürlich. Wenn Worüber? Ich 20 war, was dachte ich, dass ich... Ja, dann war ich auf dem Konservatorium. Mhm. Was würden Sie so sich selber heute sagen? Über mich? Ein ja. Urteil? Ehrlich gesagt mache ich das eigentlich nie. Ich liebe es nicht, über mich selber nachzudenken. Und das ist sehr selbstverständlich. Das Wie finde ist ich. Nicht das Warum. Ja, aber wieso soll man sich selber so interessant finden? Ich finde andere Sachen sehr viel interessanter. Okay. 20 heute, Heinz Strunk, Matthias. Naja, also da ich weiß ja, dass ich weiß ja, wie ich damals war und was damals so mein Leben bestimmt hat. Und dann bin ich denn doch froh, dass sehr viele glückliche Umstände dazu geführt haben, dass ich heute ein etwas schöneres Leben führe. Und ich bin also so im Moment irgendwie seit 2-3 Jahren so, gewissermaßen fühle ich mich so auf dem Zenit meiner Schaffenskraft. Ich habe auch, ich finde, einen ziemlich großen Output und würde mir wünschen, dass die Pumpe noch ein paar Jahre durchhält. Dass man irgendwie so, das hat Strauss auch mal so schön gesagt, irgendwie wie ungerecht es ist, irgendwie der Geist wird immer schärfer und der Körper, die Füße ist immer schwächer. Gerade weil Sie sagten, was ich auch gar nicht wusste, dass Sie auch mit 46 ihre literarische Laufbahn begonnen haben. Ich war 42. Und ich würde sogar mal sagen, dass es gibt natürlich diverse Ausnahmen, die uns bekannt sind, aber dass, glaube ich, ein gewisses Lebensalter für Literatur nicht gerade schädlich ist. Ja, so, und damit bin ich einverstanden. So. Insofern ist das Weisheit, eine schöne Sache, dass man da auch irgendwie zumindest die Chance hat, bis ins hohe Alter ein bisschen. Herzlichen Dank fürs Dasein, Frau de Moor. Herzlichen Dank, Heinz Strunk. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Und Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen einander wieder anlässlich des 38. Bachmann-Preises im Juli mit einer Lesart aus Klagenfurt, wo wir unter anderem mit der Preisträgerin bzw. dem Preisträger sprechen werden. Alles Gute bis dahin und noch einen schönen Abend.